Mein Name ist Jennifer Nakaita Chiwalianga, Ärztin. Jetzt erzähle ich nochmal über dieses Projekt, unser Krankenhaus Kakon, im ländlichen Gebiet in Uganda. Wo sind wir jetzt? Wir sind im Hauptgebäude, Renovierung. Was ist passiert bis jetzt? Im September, November bin ich in Uganda gewesen, habe ich die katholische Kirche, Bischof von Masaka District getroffen. Er ist auch dafür, dass dieses ländliche Krankenhaus wieder hergestellt wird. Ich habe gefreut. Die katholische Kirche hat viele ländliche Versorgungen in Gesundheit und die funktioniert sehr gut. Und ich hoffe, die helfen uns weiter. Wo sind wir? Die Ingenieure ohne Grenze haben die ihre Leute jetzt geschickt und die haben auch gesehen, leider die Wasserbrunnen ist auch nicht zu verwenden. Warum? Die Rohre sind verrostet. Müssen wir eine neue Wasserbrunnen herstellen? Wo sind wir jetzt im Dezember? Jetzt die Hauptgebäude werden renoviert. Es tut mir weh zu sehen, als ich gesehen habe, dass jetzt die ganze Teil von den Gebäuden werden die Ziegel untergerissen. Ich habe dieses Haus gesehen und so, es hat ein bisschen wehgetan, aber ich freue mich, dass die jetzt die haben angefangen. Und ich hoffe, die Gebäude werden auch sehr wirklich dauerhaft, als diese alte Krankenhaus war, vor 60 Jahren. Jetzt noch, was wir wollen, dass bei Anfang dieser 2020 mit wirklich die notwendigste Gesundheitsversorgung anfangen. Wir brauchen diese Gebäude, dass wir unser Personal halten können, besonders Arzt und Krankenschwester und Hebamme. Es fehlt uns noch 27.000 Euro für diese Gebäude, die zusätzlich gebraucht wird für die Personal. Ohne diese Gebäude zu bauen, die Personal kommen immer sehr weit her. Wir müssen diese Gebäude bauen, weil wirklich, dann halten wir die Personal am Ort. Vielen Dank. Wir freuen uns, wenn Sie uns helfen. Danke.